Marvin Ajani verließ Halle vor 4 Jahren gegen Wiesbaden, ging dann nach Duisburg, um vor 5 Tagen vom heutigen Gegner wieder zurück an die Saale zu wechseln. Halles neuer Alter erstmal auf der Bank und noch ein alter Bekannter, Thorsten Ziegner, ex-HFC und jetzt Duisburg-Trainer. 11 Minuten tut sich nichts, dann Halles erste Ecke. Dennis tritt an, dann kommt Kasar frei zum Kopfball. Lattenunterkante und Baumann knallt die Kugel ins Tor. Die schnelle Führung für den hallischen FC. Halle kompromisslos, Duisburg orientierungslos, Baumann furchtlos. 1:0 Halle. So hatten sie sich das vorgestellt. Trainer Ristić dankt. Gleich im Anschluss der nächste Standard. Der Freistoß von Denis findet erneut Baumann, der aber knapp vorbeiköpft. Und noch einmal die Gastgeber in Nähe des MSV-Tores, Berko rüber zu Denis. Und der tanzt mit seinem Gegner, bringt den Ball zurück. Und Berko nimmt den abgefälschten Ball direkt. Duisburgs Keeper Müller erst mit Parade, dann sauer über seine Vorderleute. Die besinnen sich dann aber. 30. Minute. Pass von Eswein auf Köpke, der umkurvt HFC-Keeper Müller. Die Flanke, fast eine Kopfballbeute von Pusch. Ekenes Flachschuss kann Müller dann aber abwehren. Der HFC in dieser Situation im Glück. Der MSV-Anhang, der hofft. Zweite Hälfte. Ecke Duisburg durch Pusch. Und ein alter Bekannter steigt nach oben. Mai mit dem Kopf, Müller chancenlos. Plötzlich 1:1. Auch weil Landgraf Sebastian Mai gewähren lässt. Das alles nach 51 Minuten. Dann dauert's lange bis zur nächsten Chance und die hat der hallische FC. Der eingewechselte Crossway in der 81. mit dem klugen Pass auf den eingewechselten Hasenhüttl. Der geht knapp vorbei. Verheißungsvolle Möglichkeit des Neuzugangs. Es folgen noch weitere Großchancen. Die Bank der Hallenser hofft bis zum Ende. Aber es bleibt beim 1:1. Schade, dass es nicht für 3 Punkte gereicht hat. Ich glaube, die hätten uns heute verdient mit der kämpferischen Einstellung. Gerade nach dem Auswärtsspiel in Ingolstadt haben wir trotzdem, denke ich mal, eine gute Reaktion gezeigt. Und schade einfach, dass es nicht für 3 gereicht hat. Aber man weiß nicht, für was es gut ist. Den Punkt nehmen wir jetzt mit. Und dann fahren wir nach Mannheim. Wir wollten es ja zwingen, wir wollten ein Tor erzwingen, das haben wir gemacht. Der Ball kam in den Sensationsraum. Ich muss nur reingehen und habe ich gemacht. Und leider konnten wir jetzt hier keinen Dreier holen, aber müssen wir jetzt nächste Woche oder wir haben jetzt die Woche noch ein Spiel, können wir zu Hause einen Dreier holen. Der HFC und Duisburg trennen sich 1:1. Damit hat Halle nach dem 0:4 von Ingolstadt zumindest teilweise Wiedergutmachung betrieben.